Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Das letzte Rennen war ganz okay. Also wir haben, ja, waren wieder so ein bisschen Best of the West, wenn man die beiden Top-Teams da mitrechnet. Wenn man sie nicht mitrechnet, waren wir das beste Team. Ja, auf der Strecke haben wir zurzeit noch relativ viel Rückstand, fast eine Minute, auf die Vorherfahrenden. Ist ein bisschen viel, aber trotzdem konnten wir halt unseren direkten Konkurrenten Panther um Platz 3 nochmal wichtige Punkte wegnehmen. Was auch hier relativ erkennbar ist. Reiners hat 8 und beide Panthers haben 4 und Jebel hat 4. Der Rest des Feldes hat 0 Punkte. Okay. So, Scouting. Gallenberger. Boah, okay. Sagen wir so, ist okay. 79% ist auch in Ordnung. Wenn noch ein bisschen Potenzial da gewesen wäre, auf jeden Fall auch noch eine Sache. Okay, hier ermüdete Leute tauschen wir aus. Dass die immer so doof austauschen, ist immer der Hammer. Hier, wir haben einen 20er Reifenwechsler. Pack den da rein. Haben wir noch einen 20er Reifenwechsler. Dafür hätten wir aber einen... Ja, perfekt. Hier, super Wechsel. Zack. Ansonsten war es das. Ja, ansonsten... Hier einen 20er vorne heben. Wir haben aber schon einen 20er. Einstellen brauche ich gar keinen. Solange die Leute nicht gerade das Team verlassen, bleibt so wie es ist. So, Verträge von denen laufen noch 10 Rennen. Größtenteils eigentlich. Eigentlich müssten alle 10 Rennen haben. Als ich kurz vor Ende der Saison ja verlängert hatte. So, Fahring Peking, Boxenstopp waren wir mit 1,7 Sekunden noch deutlich hinter unserem richtigen Rekord. Interview. Der Agent von Lineal hat absolut, warum nicht? Lieber nicht. Außerdem ist alt. So, unser Wagen kriegt ja den neuen Motor. Ich glaube nicht, dass wir den fürs nächste Rennen fertig kriegen. Jetzt sollte er fertig sein. Ja. Was kriegen wir denn fertig? Wir kriegen eigentlich gar nichts fertig, so richtig. 73, ja, okay. Wenn ich die Bremsen schon mal rausnehme und... Du bleibst schön auf der Liste. Dass wir 80% auf den Heckflügeln auf den Aufhängung haben, kann ich die Bremse danach machen. Okay, noch einmal. 2 Tage. So. Also 80%, das reicht dann. Dann kommt Bremse und die andere Bremse hinzu. Sollten wir dann eigentlich, wenn es gut läuft, bis zum nächsten Rennen die Bremsen haben. Warum soll hier die Leistung erhöht werden? Ach so, ist schon ein neuer. Ach so, das ist schon, das sind die neuen Heckflügel schon. Ja, ist was her. Wie man ja jetzt so mitbekommen hat, habe ich ja ein bisschen vorproduziert. Dementsprechend, ja. Müssen wir auch gucken, dass die Leistung der Bremse jetzt genau. So, nächstes Scouting, Noelia de Matteo. Oh, Potenzial auf jeden Fall. Richtig starkes Potenzial. Kann man auf jeden Fall mal beobachten. Mit 18 Jahren noch relativ jung. Das heißt, ja, mal gucken, wenn es sich entwickelt, kann man vielleicht da was rausholen. So, wen haben wir denn noch? In 14 Tagen, 9 Tagen, okay. Das heißt, dann haben wir 3 Favoriten. Bei 2 läuft jetzt am Ende der Saison der Vertrag aus. Hier. Lehnt ab Angebot ab, aber trotzdem können wir holen. Ist nur sehr, sehr teuer. Das ist definitiv der Fall. Deswegen eigentlich lieber etwas jüngere Leute holen, die sich noch ein bisschen entwickeln können. Anstatt direkt richtig gute zu holen. 5 Sterne hätten wir richtig starkes Fahrradteam. Aber okay. 20 am Qual. Also gute Ergebnisse fällt sie nicht gerade ein. Aber kann auch sein, dass das Team halt schlecht ist. Und das Team ist schlecht. Ja, das Team ist mit zu den schlechtesten. Der Wagen an sich ist okay. Naja. Hoffen wir mal, dass wir jetzt dann auf 80% gleich kommen. F&E-Abteilung ist fertig. Das ist ja super. So, der nächste Motor wird direkt in Auftrag gegeben. 25% plus die 10% dazu, haben wir 55% Zuverlässigkeit, das heißt, ist schon relativ zügig schnell fertig. Danach haben wir Risikolevel minus 1, darf ich eine Million mehr zahlen? Nein.
50 auf Höchstgeschwindigkeit, weich, sehr weich und ultra weich. Weich haben wir relativ häufig. Das ist jetzt mittlerweile, also weich ist wirklich so eine Sache. Kein Verschleiß im ersten Rennen ist natürlich auch sehr stark. Gerade auf die nächste Saison gesehen. Aber da haben wir so meistens keine Probleme. Aber wäre zumindest mal eine Idee, dann die anderen Sachen ein bisschen abzugraden. So 80%. Ich könnte die eine Bremse rausholen, damit die andere Bremse gemacht wird. Und 80% Bremse, die sollte dann durchhalten. FE-Abteilung fertig. Dann haben wir noch den Simulator bald noch fertig. Dann sind wir hier gut auf zumindest mal 2 Sterne bis 3 Sterne. Ja, 2 Sterne. Wir sind fast fertig, bis auf die Entwicklungszentren. Überall noch ein Ausbaupunkt, außer aufs Scouting-Büro. Kostet 5 Millionen. Ah, wenn das Geld nächstes Jahr richtig viel ist, vielleicht, weiß er nicht. Okay, das ist okay. Okay, wir können jetzt wieder das Geld beantragen, aber müssen wir am Ende der Saison machen. So, Reise nach Tondela. Können wir die Bremse einbauen? Wir können sie einbauen, das ganz locker. So, wenn beide Bremsen reingepackt, wird der neue Motor reingepackt. Dauert dann 13 Tage nach dem Rennen, dann ist der fertig. Der neue Motor dauert 12 Tage nach dem Rennen. Also jetzt von dem aus gesehen 12 Tage, also nicht ganz 13 Tage nach dem Rennen. Das heißt, wir haben eine bessere Bremse, zumindest für Jebels Auto. Ich finde die Teile super gut, ne? Aber ich finde es scheiße, dass der Wagen schlechter ist. Du bist zweiter Fahrer! Okay, Motor wird definitiv nicht halten bei 50%. So, Bremse sind wir immer noch dritter. Ja, also wir sind jetzt nicht sonderlich viel hochgekommen. Selbst beim Heckflügel, wo wir eigentlich gute Erfahrung gekommen sind durch den neuen Ausbauten. Hat jetzt nichts gesonderlich gebracht, wir sind immer noch Platz 4. Haben wir noch nicht über Panther überholt. Also letzte Saison hatten wir das erste Rennen, waren wir vor Panther, das zweite, das dritte und das vierte Rennen waren wir hinter Panther. Danach war es immer so ein Hin und Her. Bis am Ende der Saison wir eigentlich größtenteils vor denen waren. Jetzt haben wir sogar das zweite Rennen schon vor dem beendet. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn das dritte Rennen. Ja, wenn wir das dritte Rennen auch mehr Punkte als die holen, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auf einem guten Wege, die wieder zu besiegen. Das wäre gleich mal aufgefallen. Ich habe mal vor kurzem nochmal eine Folge angeguckt. Hat mal Lust drauf. Wir haben Jebel wirklich seit Anfang an, seit wir hier in das Team gewechselt sind. Eigentlich wollte ich damals beide Fahrer auswechseln. Ich glaube, der war kurzzeitig auch mal Testfahrer für ein Rennen. Glaube ich zumindest, oder zwei Rennen Maximum. Seitdem ist er trotzdem die ganze Zeit bei uns. Und hat einen guten Job gemacht. Tondela. Da. Das ist das Setup vom letzten Saison. Okay, die harten Reifen sind natürlich hier richtig gut. Medium hart. Könnte man definitiv probieren. Was ist denn das hier? Das Fahrverhalten ist nicht so schön. Bleibt aber trotzdem erstmal so. So, ich gehe jetzt auf die harten Reifen, damit wir im Qualifying vielleicht dann die Mediums benutzen können am Anfang und dann aber mit den harten Reifen schneller sind dann im Rennen. Obwohl es wichtiger wäre, die Softreifen wieder zu testen. Das werde ich sowieso machen, weil ich schätze und hoffe, dass wir es auch so schaffen, mit den Mediums uns für Q3 zu qualifizieren. So, etwas Gas könnt ihr geben. So, ich schätze mal, dass wir ungefähr so 7., 8. werden. Wenn wir jetzt hier mit diesen Reifen fahren. Wir haben 2 Sekunden Rückstand, ne? Also. Wir sortieren uns zwischen den Panthers ein. Ich weiß jetzt nicht, wie das was davon halten soll. Aber okay, das wird eng von der Zeit her. Aber 5% Quali drin und die Softreifen benutzen können, wage ich zu bezweifeln. So, beide kommen rein. Vielleicht haben wir vielleicht noch die Chance. Beide Panthers sind vor uns. Okay, wir legen aber nochmal eine Zeit danach. Okay, Abrieb ist schlecht.
Ich dachte eigentlich, es wäre mindestens hervorragend, aber das ist gut. Ah. Ich mache hier ein bisschen mehr Flügel. Dafür bleibt der Rest so, wie es ist. Quali-Trim. Oh, das wird definitiv nichts mit 5%. Okay, da hier ist Setup perfekt, also Aerodynamik. Das Fahrverhalten wird weicher gemacht und etwas, ich weiß nicht, Geschwindigkeit, brauchen die es? Vielleicht immer mehr Geschwindigkeit. Auch hier wird, wir stehen so lange in der Boxengasse, dass wir werden 2 Minuten vor Schluss erst rausfahren. Fahrt man auf neutral diese Zeit. Weil es wäre schon ein Wunder, wenn wir es wirklich packen würden. Wir kommen eine Minute vorher über die Linie. Nee. Wenn wir Jebel hätten, ja, würde es vielleicht funktionieren, aber mit ihr nicht. 5. und 8. Okay, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie das Setup ist. Manchmal ein Quali drin haben wir geschafft. Die Strecke ist zu lang. Da soll ein Geländer rausgenommen werden. Okay, wir haben kein Gas gegeben, aber 1,4 Sekunden. Stimmt, der sollte regnen. Okay, das ist kein Regen. So, wo können wir Leistungsschübe geben? Leichter Motorvorteil. Hier leichter Bremsenvorteil. Hier Aufhängung. Jo, das war's. Wahnsinn. Unglaublich. Nicht so viel Prozent, aber okay, das sind auch am Anfang der Saison, da haben wir meistens Probleme mit. Optimale Temperatur mit harten Reifen. Ich könnte natürlich auch probieren, mit den harten Reifen mich zu qualifizieren. Okay, Setup ist so gesehen besser geworden. Geschwindigkeit war letztes Mal auch besser, als mehr Endgeschwindigkeit kriegst du. Mediums. Und hier hat sich das nicht geändert. Ich glaube, wir sind genau im Mittelpunkt davon. So. Würde ich jetzt mal schätzen. Also wenn es nicht so ist, dann müssen wir es relativ zügig ändern. Die anderen können ruhig rausfahren. Ne, falsch. Oh. Der wird repariert. Alles klar. Läuft bei dem. Oh, da fährt einer mit Intermediates raus. Okay, ist klar. Die werden am Anfang sowieso mit Intermediates rausfahren. Wenn es uns halt nicht nötig ist. Das ist so schön, wenn du das komplette Wetter zu gucken. Da werden wir nämlich mit den Trockenreifen rausfahren. Man sollte aber nicht zu viel riskieren, ne? Also, wenn ich jetzt so rausfahre, sollten wir zumindest danach noch einen Schuss haben, wenn es knapp wird mit den Mediumreifen. Die Softreifen waren schneller. Und Jebel ist diesmal als erstes draußen. Dann okay, Jebel hat eine sehr schlechte Form. Da habe ich nicht drauf geachtet, wegen dem Wetter, ja? Also, Wetter ist wichtiger als in dem Moment dann die Form. Die Reifen sind kalt, ja. Kurz gut gemacht. Und die Form von ihm nimmt ab und ihre nimmt zu. Also sie sollte so gesehen eigentlich so durch sein. Sie hat freie Fahrt. Aber wenn er einigermaßen an Gilt dran bleibt. Okay, ist schlimm, schwer einzuschätzen. Fährt eine 1,4 Sekunden, sie ist zweiter mit 1,1 Sekunden. Boah, jetzt erstmal abwarten, was die anderen fahren. Abel war langsamer, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Astronadi auch langsamer. Das würde dann bedeuten, dass wir es geschafft haben. Also ja, keiner kommt an die Zeiten ran. Die Top-Teams müssen nochmal rausfahren. Das ist natürlich für ihre Strategie nicht so gut. Für unsere Strategie ist es eigentlich scheißegal, weil wir nur einen Versuch gemacht haben. Dieses Zeichen bei Irovedi, das ist total scheiße. Aber Gott sei Dank ist er jetzt aus. Der erste Runde fällt in die Box und ist die ganze Zeit am Reparieren. Oh, ordentlich weit weg von den Panthers. Ich hoffe, dass das Q2 jetzt in der Sonne stattfindet. Damit wir dann halt mit anderen Reifen starten. Ansonsten
Ja, wenn es regnet, haben wir vielleicht auch wieder kleine Vorteile. Ne, Sonne. Ihre Form nimmt noch zu, das weiß ich. Aber wir werden wieder ein bisschen warten, weil es bleibt trocken. So, dass wir damit einmal mit den harten Reifen versuchen und dann mit den Mediums versuchen. Also Mediums sollten definitiv ja gehen, das hat man ja auch gerade schon gesehen. Aber die harten Reifen werden sehr schwierig. Zwar sind wir da mit 15% gut dabei, aber das ist ein richtig gutes Setup bei ihm. Okay, Medium haben natürlich auch ihren großen Vorteil, ne? Etwas schneller und etwas härter, also langlinier. Einen harten Reifen könnte man definitiv einen Job fahren, das ist dann hart. Und wenn es nicht reicht, kann man immer noch die Super Soft oder Soft Reifen aufziehen. So, 1.12.2, aber das ist nicht da, wo wir kontrollieren müssen. Eine 2,3 Sekunden dahinter. Ist Guaso. Das ist ungefähr da, wo ich mich einschätzen würde zurzeit. 18. dahinter, das ist sehr gut. Also sie sollte es mit einem H-Medium, mit einem harten Reifen. Boah, ich bin verwirrt. 1,7 und 2,1. Okay. Das ist überraschend. Mit einem harten Reifen sogar vorne. Also, wenn man nie trainiert, kann man es probieren. Wenn man sieht, funktioniert das auch. Es gibt natürlich Strecken, da sind die Reifenunterschiede einfach viel zu hoch. Da muss ich selbst mit denen, wenn ein Top-Auto hat, sogar mit den Softreifen noch fahren, um überhaupt ins Gebiet reinzukommen. Aber, okay, Moreno war schneller. Das war's. Wenn, okay, Hidalgo kommt nochmal raus. Es wäre einer. Uguazo kommt nochmal raus. Also, Jebel könnte noch rausfliegen, aber ist jetzt wieso zu spät? Muss man schauen, was die Zeiten fahren. Guaso verbessert sich nicht. Hidalgo ja. Und. Nö. Wir haben es mit harten Reifen geschafft. Okay, aber die Windsor sind natürlich wieder sehr nah bei uns dran. Letztes Mal hatten wir noch Glück, dass die so nicht ganz unsere Blockade waren in Japan. Dass wir da relativ zügig eigentlich wieder vorbeikamen. Zumindest Jebel. Reiners hat ja das Rennen angeführt. Ja, andersrum. Reiners fiel nach hinten. Jebel hat gewonnen. Also den Chart gewonnen. So, Q3. In Sonne. Und es bleibt so. Wow. Soll ein Regen-Qualifying werden. Alles klar. Ein tolles Regen-Qualifying. Wir könnten sogar hier drei Versuche starten. Genügend Reifen haben wir. Und das Wetter lässt das auch zu. Also drei Versuche, ob die jetzt sich dann so verbessern, wage ich zu bezweifeln, weil ihre Form nimmt ja jetzt so stark zu in der Zeit. Bei 8 Minuten ist es ungefähr bei. Ich krieg's echt nicht drin, den Reifen. Bei 7,3 sein war, glaube ich, war es gerade eben, als er rausgefahren ist. Und seine Form nimmt natürlich dann ab. Toll. So, 3000 zwischen den Teamkollegen. So, klar, der kann sich natürlich jetzt gut ziehen lassen. Das ist natürlich ein Vorteil. Eine halbe Sekunde Rückstand, nur das ist wenig. 13,3. 1,1 Sekunden. Oh, das könnte knapp werden mit den Panthers. Das könnte echt knapp werden. 7 Tonnen sind schneller. War Meister McDermott. So, was machen die Panthers? Die sind mir wichtiger. Fahren etwas schneller. Zumindest einer von denen. Aber waren gerade beide schneller. Ein Softreifen sollte genügen. Okay, der andere ist noch nicht über die Linie. Ich schätze mal, dass beide. Ja, beide vor uns. 13. Also. Da kann auch sein, dass die größtenteils auf die 5% gegangen sind oder die 10%. Die fahren ja auch ihre Reifen an. Also von daher kann es möglich sein, dass bei denen das genauso ist. Also seine Form ist schlechter geworden. Auch ihre wird. Ich weiß nicht, ob ihre da besser wird oder jetzt sie am Knackpunkt ist. Vor uns fährt ein Gitan und der blockiert mich. Blue Flag! Blue Flag! Oh, beide werden langsamer. Oh, vielleicht geht bei ihr noch was. Nein. Das sieht schwierig aus, da die Panthers zu erwischen. Sie sind sehr stark hier auf der Strecke.
Aber wir sind dann sehr, sehr nah dran. Das geht zumindest noch. Selbst Jebel ist noch sehr nah dran. So, und jetzt gibt's auch Wartezeit. So spät wie möglich aus der Box rausfahren. Und ihre Form ist noch besser geworden. Und die fahren alle raus. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt so langsam müssten wir rausfahren, damit es auch funktioniert. Seine Form nimmt auch ein bisschen zu. Das ist auch schon mal ein kleiner Vorteil. Aber drei Versuche, glaube ich, waren dann zu viel. So, wenn wir nicht allzu sehr im Verkehr kommen, könnte es passen. Beide haben jeweils den Steinmann vor sich. Alter, ist das eng an der Spitze. Holla, die Waldfee. Ah, aber Faro, ist klar, möchte natürlich jetzt einen Titel dazu haben und das möchte definitiv deutlich. Alter, was für eine Runde. Eine halbe Sekunde. Autsch. Wir kamen gerade auf die Linie, ne? So, sie verbessert sich. Er scheint mir auf Platz 8 gesetzt. Sie verbessert sich weiterhin. Und... Sechster, jawohl. Wir spalten. Ah, leider 8000 zu langsam. Okay, das ist natürlich dann etwas, was ich nicht so mag, weil wenn die beiden miteinander stehen, ist es immer schwierig, weil wenn Reiners einen schlechten Start macht, trifft es auch Jebel, der einen super Start macht. Okay, wir haben natürlich die deutlich besseren Reifen.